Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir sind heute im Kanaberg auf der Insel Tsurumi in Inazuma. Und hier wartet ein kleines, aber feines Rätsel auf uns. Und zwar hat es wieder mal mit der Donnervogelstatue zu tun. Oh, okay. Das war nicht geplant. Und ja, um das Rätsel zu lösen, braucht man als allererstes mal die außergewöhnliche Feder. Aber ohne die außergewöhnliche Feder kommt man hier im Normalfall eigentlich sowieso nicht hin. Und mit dieser Feder kann man hier ein paar Serien aufdecken. Und denen muss man jetzt logischerweise folgen. Genau, dann benutzt man einfach die Elektrogranum Garni, um hochzukommen. Besiegt die Hilichurle. Genau. Dann habe ich den Stein jetzt mitgenommen wahrscheinlich, oder? Okay. So. Perfekt. Weil wir jetzt nochmal folgen müssen anscheinend. Aber holen wir, ich würde sagen, wir holen uns erstmal den anderen Stein. Wo wir ein Problem haben, den zu folgen. Ah, da war es eh schon. Ah ja. Genau. Genau. Zack. Zack. Ja, jetzt müssen die Steine eigentlich vollständig sein. Genau. Und jetzt markieren uns die Serien die Reihenfolge anscheinend. Ah. Triangel, Haken, offener Kreis, Peace und Baum. Eieieiei. Kann man sich auf jeden Fall super merken. Verschwindet zum Glück nicht gleich wieder. Oh, Mist. Hoppla. Dann machen wir es erstmal einmal falsch. Jetzt haben wir es resettet. Also, das hier ist die 1. Dann brauchen wir den das Häkchen. Das ist die Nummer 2. Dann brauchen wir das offene Symbol. Das ist ganz hier drüben. Dann das Peace-Zeichen und dann die Gabel. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und boom. Perfekt. Und das war's auch schon. Wir haben die Schiefertafel bekommen, die man wieder für ein anderes Rätsel braucht. Perfekt. Ja gut, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich bin fürs Zusehen, würde mich immer sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.